Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tavernmaster, hier bei Heisenberg zockt. Willkommen zu diesem wunderschönen kleinen Spiel. Ich liebe es inzwischen. So, es gab einen Tipp und zwar folgenden, nämlich hier bei den Kellnerinnen. Wir gucken mal schnell, wenn wir hier machen würden, Getränkereinigung, Essen. Wir können hier ja einstellen, was sie tun sollen. Wenn wir hier zum Beispiel bei Essen zurückgehen, bei der Reinigung auch und die Getränke hier auf volle Pulle. Ja, hier habe ich das gemacht. Nicht bei ihm. Wir müssen hier runter. So, sie macht das gleiche. Essen auch vernachlässigen. Dann ist eigentlich egal, wo die stehen, würde ich behaupten. So, hier auch noch. Getränke. Und dann beobachten wir das mal. Die lassen wir mal. Ja, die lässt mal die Getränke eher liegen. Die Reinigung und Essen. Habe ich jetzt alle irgendwie eingeteilt? Jawohl, nicht, dass wir dann gar niemanden mehr haben, der Essen generiert. Also generiert vor allem. Transportiert. Er wird dann bald wieder leveln, das freut mich. So, wir beginnen einen neuen Tag. Aha, da kommt wieder der Schelm. Dann gibt es eine links und der Schelm rennt. Können wir eigentlich überspringen. Ja, weil wir haben uns erfolgreich verteidigt. Haben wir heute irgendwie einen Anlass? Oh, heute haben wir die Schlachtsiegfeier. Guck mal, mit 40 goldenen Gästen. Das heißt, wir müssen dann hier auch weiterkommen. War das hier? Ne, das war was anderes. Drei Sterne. Okay, da können wir noch nichts machen. Aber hier, genau. Moment. Haben wir hier was? Man lasse mich schnell gucken. Das ist abgeschlossen. Da kriegen wir nochmal 18 Pilze. Sauber. Dann haben wir Dorfbewohner beschützen. Wir haben 3500. Ich würde sagen, da könnten wir eigentlich auch mal sowas machen. Das Problem ist, die Abenteurer kommen hier wahrscheinlich nicht auf 100%. Die müssen wahrscheinlich auch irgendwie erst leveln. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das nicht schaffen. Dann kriegen wir wahrscheinlich die Belohnung hier nicht. Wie sieht es bei Jagen im Wald aus? Ja, da kriegen wir die 100% hin. Und zwar mit denen hier. Machen wir das als nächstes. Und, 1000 haben wir nochmal gekriegt. Wow, also Geld haben wir. Das ist tatsächlich kein Problem mehr. Und im Prinzip könnten wir hier drei einstellen, wenn wir so viel Geld haben. Wisst ihr was? Das mache ich auch mal. So, dann haben wir nämlich A, noch eine Geige, so wie es aussieht, zumindest ab morgen. Und B haben wir eben tatsächlich den Effekt, dass die Leute länger sitzen, ohne dass sie reklamieren. Und jetzt aber hat wieder eine Veranstaltung, deswegen ist hier nicht voll. Das ist auch klar. Ist uns aber egal, wir haben ja das Geld. Ich würde nochmal schnell gerne gucken beim Menü. Ne, hier war es eigentlich nicht. Ja, das haben wir alles freigeschaltet, okay. Na, gehe ich schon wieder zum Menü. Nee, hier unten war es auch nicht. War es hier? Nö. Wo haben wir das denn? Wenn ich wüsste, was ich suche, könnte ich es euch sagen. Bei der Forschung. Wo sind wir denn da dran? Bei dem hier. 48 Leute, 25 Seuche bräuchten wir noch. Ja, wir forschen hier und bei den neuen Etagen. Oh, da könnten wir jetzt aber weiter forschen. Weil wir haben doch die Leute. Oder haben wir die jetzt schon anderweitig verbraten? Es stand gerade, dass wir goldene hatten. Och nö, weil ich möchte ja zur Etage. Aber es hieß, ich soll auch das hier erforschen. Da passiert leider nichts mehr, so wie es aussieht. Dann haben wir diese 30 Leute, verbleibende Gäste. 40 von 40. Nee, da kommt nichts mehr dazu. Können wir das wieder abwählen? Machen wir zuerst mal Milch und Apfelwein und Met. Und hier übrigens kann man natürlich, hieß es, jedes Fass einzeln anklicken. Ah, und dann kann man es eben tatsächlich einzeln auffüllen. Gut, danke für den Tipp. Dachte, man muss immer alle. Wir haben ja das Geld. Das machen wir so, dass wir alle auffüllen. Muss man aber nicht. So, er trägt. Was macht er denn? Geschwindigkeit nicht tragend. Getränke einschenken. Ich glaube, er ist eigentlich schnell genug. Wir kommen ja mit dem Servieren eher nicht hinterher. Wir machen hier mal den Punkt hin. Okay, sonst gerade noch jemand, der bald levelt? Nee, dauert dann ein Momentchen. Ich könnte nochmal eine Kellnerin einstellen. Wieso denn das plötzlich? Habe ich irgendwas gemacht, dass ich das plötzlich kann? Machen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Aber das könnten wir. Das ist natürlich gut zu wissen. Falls wir dann doch wieder Not am Manne haben, werden wir das machen. Wie sieht es hier aus? Da ist alles voll. Passt. Hier können wir nichts machen. Das müssen wir via Abenteurer sozusagen machen. Was ist das hier? Gesamt 7? Ha, okay. Jetzt haben wir wieder alles aufgefüllt. Wahrscheinlich. Das wird es gewesen sein. Ich wollte eigentlich hier hin. Genau, dass wir nochmal eine Veranstaltung planen. Ist da was Neues dazu gekommen? Ja, da ist alles rot. Hier, wir könnten eine Weinverkostung nochmal machen. Da fehlen dann 20 Erdbeeren. Das müssen die Abenteurer wirtschaften.
Und hier fehlen 10 Seuche. Ja gut, die Schlachtdingens haben wir ja gerade. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Weinverkostung. Okay, gut, haben wir. Und dann lassen wir es mal laufen, gehen ein bisschen auf Tempo. Meine Güte, haben wir viel Geld. Ja, weil wir halt natürlich jetzt auch nicht mehr bauen können. Wir brauchen erstmal die Treppe. Sonst kommen wir ja nicht mehr mit Bauen voran. Aber wir könnten natürlich nochmal kurz Spezial. Was haben wir hier denn noch alles? Den Abenteurertisch, aber diese sind noch zu. Das müssen wir erst freischalten. Das haben wir bereits benutzt, das Ding. Und Lichter haben wir eigentlich auch überall. Dekoration. Ja, die werden dann zu teuer. Wobei, guck mal, wisst ihr, was wir natürlich machen können? So ein Schild hätte ich schon noch gerne. Einmal hier. Ganz einfach, weil wir es uns leisten können. Und dann hätte ich gerne hier so ein Schild. Da haben wir eine Lampe. Hier haben wir die. Dann machen wir nochmal was Günstigeres hin. Einmal eine Garderobe. Schwerter. Sieht eigentlich auch gut aus. Vorhänge. Jawohl. Haben wir noch ein Fenster? Jawohl. Haben wir noch ein Fenster? Hier noch Vorhänge. Jawohl, Vorhänge ruhlen. In der Küche brauchen wir keine. Und ansonsten haben wir hier sonst nichts mehr. Ein Bild für 500 nochmal. Sollen wir das mal noch investieren? Ich würde sagen, ja. So ein Bild hat halt schon auch was. Wo haben wir noch gar nichts? Hier ein Bild. Das ist doch cool. Machen wir hier noch ein Bild hin. Und jetzt würde ich aber sagen, haben wir genug gekramt. Bessere Tische. Oh, okay. Das wäre natürlich auch was. Holzstühle. Plus 60 gibt das hier. Deluxe-Bank würde auch schon ein bisschen was bringen. Und das bringt hier plus 10 und das bringt plus 50 an Ansehen. Okay, gut, gehen wir raus. Da müssen wir irgendwann nochmal umbauen. Vom Geld her könnten wir es machen. Können wir ja mal langsam angehen, dass wir mal den ein oder anderen Tisch dann machen. Aber eben, im Moment müssen wir nicht. Aha, oh, jetzt haben wir hier mehr ausgegeben. Sehr gut, das bringt uns hier wieder voran. Allerdings kann ich noch nichts machen. Und hier haben wir die 3 Sterne. Das können wir in dem Sinne nicht beeinflussen. Aber hier die Hauptgerichte, das werden wir noch machen. Das machen wir morgen, dass wir nur Hauptgerichte servieren. Das habe ich eigentlich schon mal versucht. Das hat aber beim letzten Mal ja komischerweise nicht geklappt. Sieht hier aus. Ja, das ist alles noch in Arbeit. Lassen wir laufen. So, und jetzt ist langsam Feierabend. Der Tag ist rum. Wir haben Geld verdient. Ja, das ist gut so. So, ich möchte halt das Hotel dann mal relativ schnell noch haben. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich zuerst die obere Etage. Wie sieht es denn hier aus? 48 normale, 25 solche. Kriegen wir, wenn wir das nächste Dingens haben, die nächste Veranstaltung. Okay. Wollte ich jetzt irgendwas bauen? Nein, ich kann ja nicht. Dann können wir den nächsten Tag beginnen. Oh doch. Moment, genau. Ihr habt recht. Ich wollte nur die Hauptgänge. Keiner. Keiner. Keiner, keiner, keiner. Jetzt geht es nämlich auch mit Ausschalten. Nee, geht immer noch nicht. Doch, geht. Jetzt ist es ausgeschaltet. Okay. Das würde heißen, jetzt hätten wir hier nur die Hauptgänge. Das müsste doch eigentlich passen. Ausgegraut, ausgegraut. Nochmal Kontrolle. Ja, müsste stimmen so. Gut. Können wir wieder auf Tempo gehen. Und jetzt fühlt es sich natürlich wieder anders. Das ist auch klar. Haben wir hier nochmal was? Habe einen Durchschnitt von 0,57 Sternen für Essen. Oh, wir sind bei 0,52. Also das ist kein langer Weg, würde ich sagen. Sehr schön. Und jetzt müssen die ja zu dritt sein. Jawohl, jetzt wird ja aber ordentlich gefiedelt. Huch, meine Maus rennt davon. Schön hier mit der Geige. Hier nochmal schnell gucken. Abgeschlossen. Okay, kriegen wir 4 von denen. Das ist in Arbeit. Was machen wir denn als nächstes? Sollen wir mal angeln gehen? Geht mal angeln. Kriege ich hier die 100 zusammen? Jawohl. Für 426, da wird geangelt. Also gäbe es keinen Morgen mehr. Gut. Ah, cool hier. Also irgendwann haben wir eine ganze Band. Was ist das Maximum? Ich glaube 4. Eine vollständige Band. Aha. Für 200 am Tag. Wir arbeiten uns da mal hin, würde ich vorschlagen. Gut, Geld ist okay. Ja, jetzt haben wir hier auch ein bisschen das Ganze noch verschönert. Ich denke, da sitzt man dann doch noch ein bisschen lieber. Lichtprobleme haben wir eigentlich keine. Sonst würde das ja hier, glaube ich, dann angezeigt werden. Nö, hier ist nichts. Gut. Jetzt würde ich aber ganz gerne, wenn die hier rumsteht... Moment, das ist die mit dem Essen. Ja, wir können ja sowieso noch eine weitere Kellnerin einstellen seit neuestem. Müssen wir aber, glaube ich, nicht. Das sieht doch gut aus. Und jetzt haben wir bei der Musik hier 3 Leute. Das heißt, wir können natürlich noch länger die Leute warten lassen. Hier bei 3, nämlich 24 Sekunden. Gut, beim Menü ist noch was. Ja, eben. Ach, Levelaufstieg. Nehmen wir natürlich mit.
So, ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass nur Hauptgerichte serviert werden. Das werden wir dann am Abend sehen. Wenn wir, entweder haben wir das hier geschafft oder nicht. Oh, zack, haben wir schon gekriegt. Ja, ich komme immer noch nicht ran. Echt. So, ist aber auch egal, weil wie gesagt, also vom Geld her passt das eigentlich sehr gut hier. Ja, die Sachen kommen auch weg. Da würde ich sagen, müssen wir aber nochmal nachfüllen. So. Schön, wenn man so viel Geld hat, muss man sich natürlich keine großen Gedanken mehr machen. Hier könnte man eigentlich nochmal einen Tisch hinstellen. Was meint ihr dazu? Hier ist mir fast ein bisschen zu frei. Und jetzt wählen wir aber hier mal einen besseren Tisch. Langer Tisch. Der würde hinpassen. Dann kommt man hier aber wieder nicht mehr durch. Testen wir es mal. Bau den mal. Dann brauche ich eine lange Bank. Deluxe Bank. So, hier mit Polsterdingens. Ja, da brauchen wir natürlich solche. So, und jetzt würde ich sagen, mit euch vielleicht sogar noch ein bisschen rübergehen, dass man doch noch irgendwie durchkommt. Ne, wir lassen es mal so laufen. Mal gucken, ob der besetzt wird. Ist natürlich blöd, wenn dann hier einer sitzt. An dem ganz langen Tisch. Aber jetzt haben wir wissen so einen auch mal noch. Ja, jetzt gehen sie leider, okay. Da ist aber keiner unzufrieden. Nee, die sind alle zufrieden. In Scharen verlassen sie das Restaurant. Oder die Taverne. So, das gefällt mir soweit. Keine verärgerten Kunden. Das ist okay. Ist jetzt hier was passiert? Jawohl, da haben wir die Hauptgerichte. Die garnieren wir. Und zack, kriegen wir die 350. Und da kriegen wir noch eine Elite-Kellnerin. Mit 120. Oh, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, nicht den nächsten Tag beginnen. Dann hier alles aktivieren, dass wir wieder alles verkaufen können. So, passt. Dann nächsten Tag beginnen. Mit 2200, das ist immer noch relativ dicke, was wir hier haben. Abgeschlossen 7 solche. Dann als nächstes, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ne, wir kommen wieder nicht auf die 100. Ich möchte das Experiment nicht eingehen. Ist mir zu gefährlich. Jagen im Wald. Passt. Machen wir nochmal. Okay. Gut. Ja, lassen wir laufen. Jetzt kochen wir hier natürlich wieder alles. Jetzt ist er auch mal beschäftigt. Jetzt hat er tatsächlich was zu tun. Das ist halt die Frage, kommt er noch hinterher? Sonst könnten wir einen zweiten Koch einstellen. War schon cool gemacht hier. Guck mal, das sieht natürlich auch aus wie so ein Fleisch. Und es ist einfach von der Grafik her, finde ich es extrem süß. Sonst noch was, gerade was wir haben? Organisiere eine beliebige Veranstaltung einmal. Okay, das machen wir sowieso. Das geht sozusagen automatisch. Was wollte ich denn jetzt noch? Ach, ich wollte nochmal schnell gucken. Ja, da levelt dann auch mal bald einer. Hier sehen wir, wir könnten einen zweiten Koch. Wir können ihn natürlich noch ein bisschen besser ausrüsten. Mit dem Teil hier, würde ich mal sagen. Oder gleich mit dem. Wir machen gleich mal mit dem hier. Dann haben wir noch 2-2. Und dann gibt es noch ein besseres Schwert. So, dann ist er nämlich auch gerüstet hier. Man sieht es, gegen hohe Bedrohung noch nicht. Aber gegen mittlere. Weil ich weiß nicht, wann das sozusagen anzieht. Dass dann andere Gauner kommen. Nicht dieser harmlose, der da mit einmal links, rechts vertrieben wird, sondern wirklich dann die schweren Ganoven. Und deswegen rüste ich jetzt hier den Wächter schon mal ein bisschen besser aus. Wird hier gesessen? Ja. Doch, bis auf die eine Bank ist eigentlich voll. Kann man sich hier nicht hinsetzen, weil es in der Wand drin ist? Moment. Oh, jetzt kein Licht. Okay, das könnte er haben. Wir haben hier noch einen Balken. Zack, jetzt habt ihr aber Licht ohne Ende. Sitzt dann auch gleich jemand da? Jawohl. Okay, ohne Licht wollen sie nicht. Gut. Die anderen haben Licht. Mhm. Hier wird wieder fröhlich musiziert. Von unseren drei Musikern. Gedudelt und gemacht. Ja, sauber. Muss ich hier noch? Nee, das ist noch in Arbeit. Oh, jetzt werden sie aber doch zu... Oh, jetzt werden sie doch unzufrieden. Wegen dem einen Tisch hier? Oh, come on. Ich mache hier mal 4. Ich mache mal die vollständige Band. Morgen. Und dann werde ich nochmal eine Kellnerin installieren. Kann es an dem Tisch liegen, dass sie deswegen wieder nicht mehr vernünftig hier durchkommen? Und weiterlaufen müssen? Es ist natürlich schon möglich. Aber ich fand das jetzt eigentlich eine gute Idee, dass wir dort so einen Tisch haben. Wir beginnen mal den nächsten Tag. Genau, die Veranstaltung. Haben wir weg. So. Nochmal 300. Okay, auch in Ordnung. Bin ich mir so überzeugt von dem Tisch. So ein langer Tisch hat natürlich schon was. Aber ob der jetzt hier ideal steht, wir können ja mit denen mal... Wir rücken mal mit denen eins rüber. So, ich glaube, die sind dann sauer. Jawohl. Ist auch logisch. Aber jetzt kommen sie wenigstens hier wieder durch. Ja, und hier haben wir jetzt auch nochmal was gemacht.
Die Frage ist halt, ob wir nicht vielleicht doch eine zusätzliche Kellnerin uns noch gönnen wollen. So, machen wir mal das. Okay. Ja, wir können es uns ja eigentlich leisten. Ist jetzt wieder eine Veranstaltung? Sieht da nicht ganz so aus. Ah ja, die Weinverkostung. Hier gleich die nächste. Da fehlt ein Rezept. Ja, hier fehlen auch immer noch Sachen. Dann machen wir wieder mal was Einfacheres. Sowas hier. Okay. Passt. Ja, da wird keiner sauer, weil das sind natürlich viel weniger Gäste. Wir müssen aber nochmal was machen, damit wir Goldige kriegen. Okay, ja gut. Können wir im Moment nicht. Ja, nee, da müssen wir die Abenteuer entsprechend haben. Und da brauchen wir wieder anderes. Ist schon genial gemacht so von der Idee her, dass das eine halt das andere dann bedingt. Sonst kommst du hier halt nicht vorwärts. Oh, er hat was? Sauer oder was? Fehlt was? Oh, wir haben kein Wein mehr. Füll mal nach. Die Finanzen haben wir dafür. So, dann kann er wieder servieren. Wie sieht es eigentlich bei den Kisten aus? Da kriegen wir eine Meldung. Ja, da haben wir noch alles. Passt in der zweiten Kiste. Ist auch noch alles. Sehr gut. Funktioniert. Aber eben, wir bräuchten natürlich für die Forschung. Wobei, guck mal jetzt, die Forschung, die rennt hier gerade. Jawohl. Die kriegen wir auch noch weg. Und dann haben wir Milch, Apfelwein und Met. Zack. Und das müssen wir jetzt haben. Machen wir hier bei der Forschung weiter. Da brauche ich nur allerdings die 30 Goldigen. Dann würde ich erst... Requisiten für Suppen haben wir. Was ist das hier? Mehr Gäste. Bei den Orangen. Ja, solange wir hier nicht an Gelbe rankommen, ist es eigentlich egal. Was sind da Forscher? Wir beginnen mal bei dem hier. Okay, was wollte ich jetzt noch? Irgendwas wollte ich jetzt noch installieren. Wenn ich es jetzt noch wüsste. Verärgerte Kunden. Ach so, ja, zwei sind natürlich gegangen, weil wir die Möbel gelöscht haben. Das ist schon auch cool gemacht, dass sich die das tatsächlich merken. Ja, du kriegst jetzt hier aber ordentlich Haue, weil jetzt haben wir hier einen anderen Kollegen, der aufpasst. Also eigentlich ist es der gleiche, aber er ist natürlich ein bisschen besser gerüstet. Oh, jetzt müssen wir wieder Desserts machen. Okay, das lasse ich mal noch. Das stelle ich erst später ein. Ich möchte jetzt erstmal rausfinden, ob das so okay ist. Ne, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir werden hier die gute Frau noch einstellen. Stimmung kann 8 Getränke gleichzeitig. Das gefällt mir. Aha. Nee, geht eben doch nicht. Habe ich das nicht gestern schon versucht? Genau, da fehlt eben entsprechend ein Barplatz. Ja, müssen wir auch erforschen. Apropos. Wo haben wir das denn? Plus ein Küche. Plus ein Bar hier oben. Das müssen wir mal machen. Kann ich das hier beenden? Okay, jetzt machen wir mal die Bar noch, bevor wir die Gäste machen. Die 15, das sind ja normale. Das hier sind Leute, die kriegen wir dann via den Veranstaltungen. Würde ich es mal lassen. Kriegen wir hier was Neues? Da fehlen Erdbeeren, Rezepte. Ja, da müssen die Abenteurer erst wieder zugeschlagen. Dann warten wir hier mit der Veranstaltung und hoffen, dass die Abenteurer hier noch ein bisschen was machen. Ja, 7 Fleisch. Machen wir nochmal Angeln. Wenn wir auf die 100 kommen. 81, nee. Ist mir wieder zu gefährlich. Ich möchte 100%. Das hier mal. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen von dem. Gut, das würde passen. Sehr gut. Gefällt mir. Läuft. Levelt jemand? Jawohl, die nennt sie. 5 Getränke. Ja, mach mal. Tragend noch ein bisschen schneller, würde ich sagen. Okay. Sonst noch jemand? Oh ja, tatsächlich. Hier nochmal. Und du machst mal Geschwindigkeit Treppensteigen. Ist doch nicht nötig. Mach mal tragend noch mal ein bisschen schneller. So, die leveln hier alle fröhlich rum. Oh, Geschwindigkeit nicht tragend. Ist hier ein bisschen vernachlässigt worden. Und der Rest passt. Gut, können wir wieder zumachen. Zauber. Rund macht und tut. Jetzt ist halt die Frage, ob die Leute wieder fluchtartig... Oh ja, da, guck mal. Das hat mit dem zusätzlichen Tisch zu tun irgendwie. Ich werde hier nochmal kurz umbauen. Sobald sie weg sind, weil ich möchte jetzt nicht die Leute hier weg haben. Wir müssen den Tisch hier ändern. So, die düsen alle raus. Schönen Abend noch. Machen wir hier zu. Machen hier weniger Tempo. Gehen hier schnell rein. Und dann werden wir dich hier verkaufen. So, und einen normalen Tisch, aber meinetwegen gerne einen schönen hinstellen. Machen wir mal so. Gut. Haben wir Sitzplätze? Du kommst hier rüber. Ist ja, glaube ich, auch schon eine bessere Bank, wenn ich mich nicht täusche. Ja, man sieht es auch. Das hat hier noch so ein Metallteil.
Gut, die Getränke, die fliegen dann halt ein bisschen der Gegend rum. Das ist ganz normal. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, während hier die Scharen nach Hause düsen. Ja, ich hoffe halt, wir kommen jetzt mit dem Forschen gut vorwärts. Und das sieht ja gar nicht schlecht aus. Da kriegen wir relativ schnell die weitere Bar. Die neue Etage kriegen wir, wenn wir hier wieder goldene Gäste haben. Und das kriegen wir auch noch hin. Jo, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.